Hello, my name is Josh from Falcon Tactical, and welcome to EOA 2016. Wie immer, herzlich willkommen auf dem Snipers YouTube-Channel. Ihr kennt mich, mein Name ist Dennis und wie bereits erwähnt, halte ich hier die Mod-M SIG hier in der Farbe Tan von Falcon Tactical in den Händen. Erstmal kurz etwas zur Firma Falcon an sich. Falcon kommt ursprünglich aus dem Paintball-Bereich, hat sich aber nach und nach mehr und mehr auf dem Airsoft-Markt etabliert. Falcon bietet mittlerweile nicht nur Airsoft-Waffen an, sondern auch Zubehör wie Optiken, hier sehen wir eine, Magazine, BBs, Akkus, Schutzbrillen, Gittermasken und vieles mehr. Da Falcon ursprünglich aus dem Paintball-Bereich kommt, haben auch die Airsoft-Waffen einen eher spielerfreundlichen Charakter bzw. sind eher für Spieler gedacht. Das Spielerfreundliche der Battle Machines fängt hier zum Beispiel schon beim Gehäuse und beim verwendeten Kunststoff an, denn der Kunststoff ist ein HDP, also High Density Polymer. HDP ist ein Kunststoff mit einer sehr hohen Festigkeit und Dichte, der leichter ist als andere Kunststoffe, aber auch robuster ist als andere Polymergemische. Außerdem gehören Gehäusebrüche, wie sie bei Aluminium- oder Metallbodies unter Extrembelastungen schon mal vorkommen können, der Vergangenheit an. Die Spielerfreundlichkeit setzt sich allerdings auch bei den Bedienelementen durch, deshalb genug zum Material und los geht's mit den Details. Wie immer fangen wir vorne am Mündungsfeuerdämpfer an, arbeiten uns über den Handguard, über den Body bis hin zur Schulterstütze durch. Der Mündungsfeuerdämpfer ist aus Metall, hat ein 14 mm Negativgewinde und sitzt auf dem Außenlauf, der ebenfalls aus Metall hergestellt ist. Vorne befindet sich auch ein hochklappbares Frontsight. Das Schienensystem ist auch aus dem spielerfreundlichen High-Density-Polymer hergestellt und damit auch ziemlich leicht. Auf der Oberseite des Gehäuses ist eine Rail, auf der bereits ab Werk ein abnehmbares Rearsight angebracht ist. Das Rearsight ist natürlich auch hochklappbar und die innenliegende Lochkämme lässt sich mit dem seitlichen Rädchen nochmal verstellen. Auf der linken Seite des Gehäuses befinden sich die üblichen M4-Bedienelemente wie der Dummy Bolt Catch und der Sicherungs- und Feuerballhebel. Hier kann man die Waffe zwischen Safe und Semi verstellen. Außerdem ist auf der rechten Seite oberhalb vom Magazinschacht nochmal das Falcon-Logo aufgedruckt und eine Seriennummer eingraviert. Auf der rechten Seite befindet sich hier der Magazin-Auswurfknopf. Ausgeliefert wird die Waffe nämlich mit einem 300-Schuss Falcon Armag Magazin, das heißt einem High Cap. Aber ich bin auch kein großer Fan von High-Cap-Magazinen, wie die meisten von euch auch. Deshalb keine Angst, die normalen M4-typischen Magazine passen natürlich auch in die Waffe. Der Pistolengriff ist bei den Falcon-Waffen extra ergonomisch geformt und das Ansprechverhalten macht auch schon mal einen sehr guten Eindruck. Wie es allerdings mit dem Trefferbild aussieht, schauen wir uns nachher im Schusstest auf 20 Meter genauer an. Deshalb dranbleiben lohnt sich. Besonders ist bei der Battle Machine auch noch die Buffer Tube, denn die hat hier Mil-Spec-Abmaße und ist aus Metall hergestellt. Außerdem ist noch eine Slingaufnahme für One-Point-Slings angebracht. Der Schaft ist natürlich in der Länge verstellbar und innen wird auch der Akku untergebracht. Dafür muss man einfach nur die Abdeckung der Schulterstütze entfernen. Falcon empfiehlt übrigens bei den Battle Machine Airsoft-Waffen eine Nutzung von maximal 7,4 Volt Lipo-Akkus. Eine weitere Besonderheit ist auch die Falcon-Sicherung, die zwischen dem Akku und der Gearbox einfach zwischengesteckt wird. Falls es nämlich zu einem Kurzschluss kommen sollte, wird der durch glasgeschützte Draht unterbrochen und die Gearbox nimmt keinen Schaden. Wie immer wollt ihr natürlich auch sicherlich einige Details zu den Internals erfahren, deshalb zurück ins Studio und die Waffe auseinanderbauen. Bei der Gearbox handelt es sich um die Version 2 Falcon Gearbox mit 6 mm Kugellagern aus rostfreiem Edelstahl. Der Motor ist ein Torque-Motor, der eine M110 Feder aufzieht. Der Typ 1 Aluminiumzylinder verfügt außerdem über einen mit gleich zwei O-Ringen abgedichteten Zylinderhead und standardmäßig ist bereits ein Airseal-Nozzle verbaut, welches sauber mit der Hop-Up-Unit und dem 6,05 mm Lauf abschließt. Im Chronotest mit 0,25 Gramm BBs erreichte die Mod-M Battle Machine eine Energie von durchschnittlich 1 bis 1,1 Joule. Und wie versprochen schauen wir uns jetzt den Schusstest auf 20 Meter genauer an. Das Hop-Up haben wir vorher schon mal eingestellt. Das stellt ihr übrigens ein, indem ihr hinten den Verschlusshebel zurückzieht. Dann öffnet sich das Hülsenausfahrfenster und ihr könnt mit den Einstellrädchen das Hop-Up sauber justieren. Also auch absolut spielerfreundlich. So, mit dem Schusstest geht's jetzt los. 20 Meter mit der Mod-M Battle Machine von Falcon. Ab die Post. Erster Schuss Treffer. So, also wie ihr sehen könnt, für 20 Meter ein absolut spielertaugliches Trefferbild. Übrigens, die Mod-M ist nur eine von insgesamt 8 Battle Machines von Falcon, den Rest schauen wir uns jetzt an. We'll be right back.
Ihr wollt die Mod M, die ich hier in den Händen halte, auch testen? Kein Problem, einer von euch wird diese Mod M Battle Machine von Valken auch gewinnen, denn wir haben wieder ein YouTube-Gewinnspiel. Alles, was ihr dafür tun müsst, um an unserem Gewinnspiel teilzunehmen, ist unseren Channel abonnieren, uns einen Daumen hoch zu geben und uns hier in den Kommentaren zu schreiben, was ihr von der Battle Machine Serie von Valken haltet. Der Gewinner wird von uns per Zufallsgenerator ausgewählt und am Freitag, den 22. Juli, im nächsten Video bekannt gegeben. Teilnehmen könnt ihr bis donnerstags, den 21. Juli, bis um 23.59 Uhr. Lest euch auch bitte die Teilnahmebedingungen in der Videobeschreibung durch. Wir haben euch hier auf der rechten Seite auch noch drei weitere Videos verlinkt, zum Beispiel hier oben unser Modern Combat Spaghetti bzw. Tactical Kochstudio Video. Wenn ihr also sehen wollt, wie ich mir mit Pfefferspray den Gaumen verbrenne, dann schaut euch das Video an. Außerdem könnt ihr euch auch hier in der Mitte das Video von unserem Evo-Besuch am Valken-Stand anschauen. Wir wünschen euch viel Spaß damit. Für weitere Fragen besucht uns wie immer auf www.sniper-as.de oder schreibt mir bzw. Eike eine Mail an video@sniper-as.de. Das war's soweit von mir und den Battle Machines von Valken. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, euer Dennis von Sniper AS Modern Combat Support. Ja, Josh von Valken Tactical hat uns auf der IWA 2016 in Nürnberg auch schon von der Battle Machine Serie erzählt. Battle Machine Serie. Die normalen M4-typischen Magazine passen hier natürlich auch in die Waffen. Alles, was ihr dafür tun müsst. Alles, was ihr dafür tun müsst.